Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute mit dem 2003er Toyota Celica SSI. Dieses Fahrzeug werde ich heute präsentieren. Wir werden es über die Teststrecke fahren und uns selbstverständlich das Tuning-Potenzial anschauen. Dieser Wagen ist so halb ein neues Fahrzeug. Er war in Forza Motorsport bisher einige Male vertreten, in Forza Horizon noch gar nicht tatsächlich. Also dahingehend würde ich sagen, haben wir so ein, wie gesagt, so ein halb neues Fahrzeug. Und ich bin ehrlich, ich finde ihn optisch betrachtet sehr, sehr schön. Muss ich tatsächlich sagen. Einfach dieses serienmäßige Bodykit, was er vom Werk her dementsprechend schon hat, passt sehr gut zu dem Auto. Ist gerade so an dem Limit von dem, was ich machen würde. Viel mehr wäre mir persönlich dann auch schon zu extrem. Und ja, dementsprechend, ich finde ihn optisch nett. Muss ich einfach so sagen. Freue mich sehr, dass er hier im Spiel ist. Und ja, es ist ein Toyota. Falsche Seite. Aber gut, das ist ja relativ easy gelöst hier. So, steigen wir mal ein hier in das gute Ding und sehen ein Interieur, welches ich auch ganz schick finde, muss ich sagen. Also klar, wir sind frühe 2000er. Dementsprechend alles noch sehr analog. Wir ignorieren einfach mal die Meldung oben. Finde ich nice. Im Innenraum, muss ich ehrlich sagen. Also finde ich persönlich nicht schlecht. Wir starten ihn einfach mal. Okay, klingt geil. Faszinierender finde ich aber, dass wenn ich jetzt in den Drehzahlbegrenzer gehe, er wirklich auch im roten Bereich hängt. Also drinnen, also drüber hinaus eigentlich. Wurde da in der Realität die Drehzahl limitiert, was hier im Spiel nicht ist? Könnte das sein? Anders könnte ich mir das gerade nicht erklären. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber gut, kann mir ja vielleicht jemand von euch unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, was haben wir denn? Toyota Celica SSI. Aus dem Jahre 2003. Es ist allgemein nicht das Leichteste auf der Welt, zu diesem Fahrzeug Informationen zu finden. Der ist nicht unbedingt bekannt, muss man sagen. Deswegen habe ich auch relativ wenig rausgefunden. Leider, leider. Wir haben einen 1,8 Liter Vierzylinder Sauger auf jeden Fall. Das Ganze, also ich glaube, wir haben einen Sauger. Ja, wir haben einen Sauger. Das Ganze mit 190 PS und 180 Newtonmeter Drehmoment auf knapp 1,15 Tonnen. Der Wagen geht von 0 auf 100 in 6,9 Sekunden. Was für ein Frontantrieb mit unter 200 PS. Gar nicht schlecht ist auf jeden Fall. Preisig lag er in etwa bei 16.800 Dollar damals. Was umgerechnet heutzutage 22.400 Euro sind. Und ja, es ist ein JDM. Japanese Domestic Market, wurde nur in Japan verkauft dementsprechend. Deswegen auch ein Rechtslenker. Und ja, deswegen bin ich auch nicht so schockiert, ehrlich gesagt, dass es wenige Informationen zu ihm gibt, weil ich glaube, es gab vom Celica in der Generation wahrscheinlich 5000 verschiedene Varianten. Diese Celica-Generation ist ja auch die Nachfolgegeneration vom S205, die wir hier im Spiel haben. Was nicht der Generationname ist, aber halt einfach nur, dass man das ganze Modell technisch in ein Verhältnis bekommt. Wir hatten eben den S185. Die Generation darauf war dann eben die mit dem S209 und das ist eben die Nachfolgegeneration daraufhin. Aber ja, wie gesagt, gibt nicht viele Infos zu dem Auto. Das ist leider einfach so. Und ich habe es jetzt nicht unbedingt eingesehen, mir ein Toyota Celica Buch zu kaufen für das Ding. Weil ich habe ja, als ich die Folgen mit der KOEC4 gemacht habe, sehr viele Infos aus meinem neuen Buch bekommen. Ich mag das tatsächlich sehr, mir da einfach mal ein wenig Wissen auch analog anzueignen. Und ja, das finde ich sehr toll. Definitiv finde ich sehr toll, war bei dem jetzt, wie gesagt, leider an der Stelle nicht möglich. Ich bin sehr auf das Fahrverhalten von ihm gespannt. Das definitiv. Weil so ein frontangetriebener Hatchback ist, glaube ich, schon ganz geil. Ich ignoriere auch einfach mal, dass das Ding bei Retro Sports Cars drinnen ist. Wenn ich richtig gesehen habe. Aber ich glaube, der könnte fahrtechnisch ja sehr viel Spaß machen. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich den in Motorsport 5, glaube ich, gefahren bin.
gar nicht so selten. Und im Motorsport 6 war er auch noch drin. Dann im Motorsport 7 eben nicht. Motorsport 7 hatte ja bis auf die Arctic Trucks und ich glaube ein, zwei Rennwagen gar kein Toyota. Horizon 4 war dann eben auch nicht drin. Er war allgemein noch nie in Horizon drin. Jetzt eben das erste Mal in der Open World sozusagen. Und ich finde, es ist auf jeden Fall nicht schlecht, auch solche Fahrzeuge mal im Spiel zu haben. Bei solchen Autos finde ich es auch ganz cool, wenn die dann aus alten Forza-Teilen zurückkehren. Wenn das halt zum einen schon länger her ist, dass man sie gesehen hat, oder aber sie halt noch nie in Horizon waren einfach, dann ist das für mich halt sehr, sehr cool, definitiv. Und wir gucken uns auch mal das Interieur hier an. Leuchtet auch ganz nice. Also ich bin dem Innenraum gegenüber nicht abgeneigt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde das ganz okay. Ach komm. Den halben Millimeter hätte sie mir jetzt auch noch geben können. Na gut, dann halt nicht. Ich glaube auch allgemein, dass sehr, sehr viele sich über den... oder die Celica. Celica ist das, soweit ich weiß, ein weiblicher Vorname. Ich glaube, es gibt sehr viele, die sich über die Celica freuen. Es gibt ja auch einige Leute, die mehr JDMs haben wollen im Spiel. Und ich glaube, das ist halt wirklich noch... Natürlich schmeißt ihr mir da den... Au. Die vor die Schnauze. Und ich glaube, die Celica ist da so noch das letzte Fahrzeug oder eines der letzten Fahrzeuge, welches noch wirklich gefehlt hat. Ist auf jeden Fall sehr cool, dass sie hier im Spiel ist. Die Bremsen sind nicht für so hartes Anbremsen geeignet, sagen wir es, wie es ist. Aber gut, so ist es halt. Ansonsten, aber ja, es ist halt ein Frontantrieb. Also ich werde während der Testrunde sowieso noch detailliert aufs Fahrverhalten eingehen. Fährt sich aber gerade hier im Regen auch schon, finde ich persönlich, echt nice. Also da habe ich sehr wenig bis gar nichts zu bemängeln, muss ich an der Stelle einfach mal so ganz klar sagen. Boah, bitte sag mir, ich kann LFA-Motor einbauen. Ein frontangetriebener Celica mit LFA-Motor. Ich würde es machen. Ich sag's euch, das würde in der Folge heute noch passieren. Wenn ich einen LFA-Motor reinbauen kann, dann baue ich da einen LFA-Motor rein. Und das Ding bleibt ein Frontantrieb. Ja, okay, das vielleicht nicht unbedingt. Aber da kommt ein LFA-Motor rein. Frontantrieb mit 530 PS wäre, glaube ich, doch ein bisschen heavy. Wäre jetzt einfach so meine These. Ja, Bremsen sind nicht optimal. Kann aber auch am Regen liegen. Im Regen wird der Bremsen ja allgemein ein gutes Stück länger. Deswegen bin ich mir da gerade leider nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber ja, wie gesagt, werden wir auf der Teststrecke herausfinden. Er hat halt auch nicht zu viel Leistung, dass du mit dem Gas aufpassen musst. Weil ansonsten beim Vordertrieb kann es halt passieren, wenn du so früh aufs Gas gehst, dass er halt die Räder vorne durchdreht und du halt nur geradeaus fährst. Das hat er halt nicht, weil er nicht so viel Leistung hat. 190 PS, ich meine, gut, ich bin auch ehrlich, ich finde für die Optik, also dafür in Relation eben wie er aussieht, sollte er ein bisschen mehr haben. So 220 sollten schon drin sein eigentlich. Aber wenn der Ding halt eh nicht schneller als 180 fährt in Japan, dann, naja, reichen die auch 190 PS. Wobei ich tatsächlich keine offizielle Topspeed-Angabe rausgefunden habe zu dem Ding. Aber ich meine, wenn der Tacho halt bei 180 schon Schluss ist, dann denke ich auch, wird er bei 180 abgeregelt gewesen sein. Wie die meisten japanischen Fahrzeuge aus der Zeit. Aber sind ja alles Dinge, die man technisch gesehen entfernen kann. Das auf jeden Fall. Aber macht auf jeden Fall, wie ich schon vermutet habe, sehr viel Spaß zu fahren. Ich bin ja allgemein solchen vorangetriebenen kleinen sportlichen Fahrzeugen gegenüber sehr positiv eingestellt mittlerweile. So natürlich auch der Celica gegenüber und sie enttäuscht bisher nicht. Sie enttäuscht bisher auf jeden Fall nicht. Sie wird dann anfangen zu enttäuschen, wenn ich keinen LFA-Motor einbauen kann. Ab dann wird es bergab gehen. Aber gut, das gucken wir uns dann später an, wenn wir soweit sind. Wie man in Spanien sagt, we will cross that bridge later. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen jetzt mit diesem Fahrzeug an die Teststrecke und gucken uns an, was die Celica dort so reißen wird.
Und damit sind wir an der Startlinie in Jellica und fahren hier los mit voller Power und ja, vollem Frontantrieb. Deswegen ein bisschen Wiesbin haben wir am Start natürlich, aber ja, hält sich halt in Grenzen. Ne? Wie gesagt, 190 PS. Da kann das nicht so viel mit Wiesbin sein. Sind wir einfach mal ganz ehrlich. Geht trotzdem auf der Geraden, finde ich, nicht schlecht voran auf jeden Fall. Kommt auch sehr ordentlich um die Kurven, wenn man in den richtigen Gang vorher schaltet. Und kommt dann auch sehr schön um die Kurven rum. Also Kurvenlage überzeugt der Wagen auf jeden Fall. Das war die einzige Sorge, die ich hatte tatsächlich, dass der Wagen optisch halt krass ist und in der Performance nicht ganz so abliefert, aber wie gesagt, Kurvenlage einwandfrei, Leistung könnte ein bisschen mehr haben. Bremsen, großer Kritikpunkt, da mangelt es der Jellica auf jeden Fall. Aber ja, das sind alles Dinge natürlich, an denen man arbeiten kann. Das Gewicht hilft natürlich an der Kurve. Wie gesagt, knapp unter 1,2 Tonnen an Leergewicht in diesem Fahrzeug. Das ist halt unglaublich wenig. Dadurch fühlen sich auch die 190 PS irgendwie ein bisschen kräftiger an auf jeden Fall. Und die Kurvenlage wirkt dadurch natürlich auch nochmal so ein klein wenig besser am Ende des Tages. Sodass wir hier im Endeffekt auch diese Kurven ohne irgendwelche Probleme mit Vollgas nehmen können. Oben raus geht ihm halt dann leider doch ein bisschen die Leistung aus. Aber ja, das ist halt so. Also, da machst du nichts. Da machst du nichts. Ich meine, wir reden hier von einem Wagen, der 22.400 Euro nach heutigem Geld gekostet hat. Dass das jetzt nicht die Allzweckwaffe wird, ist, glaube ich, auch einfach nur logisch. Würde ich jetzt mal vermuten an der Stelle. Und ist jetzt auch tatsächlich einer der wenigen Wagen, welcher die Kurve, wo wir gerade durchgefahren sind, die etwas längere Linkskurve Vollgas nehmen konnte. Interessant. Interessant. Kein schlechtes Statement, definitiv. Während wir jetzt hier nochmal die gesamte Leistung ausspielen müssen. Mit ein bisschen Rückenwind, mit ein bisschen Mitwippen, werden wir die 200 in Angriff nehmen. Aber ja, wie gesagt, die Kurven sind super entspannt zu fahren. Also da kann man auf jeden Fall wenig bemängeln, muss man ganz klar sagen. Da musst du den Wagen nicht mal großartig um die Kurve prügeln. Das macht er in seiner aktuellen Form alleine schon sehr, sehr, sehr gut, wie ich finde. Definitiv. Auch die letzte Kurve sehr sauber. Über die Ziellinie dann mit 205 km/h. Und setzt eine Zeit von 3:06.361. Und sortiert sich damit ja in seiner relativ eigenen Liga ein, wenn man sich da die Fahrzeuge näher anschaut. 5 Sekunden nach vorne, 4 Sekunden nach hinten. Sind halt wenige Vergleichszeiten in der C-Klasse bisher, muss man an der Stelle einfach so sagen. Trotzdem kann man an der Stelle die positiven Eigenschaften erwähnen. Kurvenlage, absoluter Traum. Durchzug, nicht schlecht auf jeden Fall. Geht aber gerade oben raus noch mal ein bisschen mehr, würde ich sagen. Bremsen. Nein. Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Und ja, ansonsten, wie gesagt, alleine die Kurvenlage macht den Wagen sehr, sehr spaßig auf jeden Fall. Und er liegt super stabil, also da kann man auch nichts irgendwie sagen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Basis, die wir jetzt auf jeden Fall auch noch natürlich besser machen wollen. Weshalb wir ins Tuning gehen und uns dort einfach mal anschauen, was wir machen können. Wir haben Motorenswaps, 4 Stück. Wir haben den Civic-Motor. Wir haben Turbo-Ready-Motor. Wir haben einen Racing Inline 6. Und wir haben den Racing V6? Oh, den Sound kenne ich. Den Sound kenne ich. Wo kommt der her? Wo kommt ein Racing V6 her? Das ist kein Toyota, glaube ich. Ich wüsste zumindest nicht welcher. Also so ein V6 in das Ding reinschmeißen wäre halt auch geil.
Aber ich glaube, das darf man sagen, okay, ich hab keine Ahnung, woher dieser Motor kommt. Aber ich kenne den Sound. Ich kenne den Sound auf jeden Fall. 100 Pro. Also ihr wisst ja schon, dass ich eigentlich ein großer Fan davon bin. Aber wir lassen ihn als Sauger, würde ich sagen. Wir lassen ihn als Sauger und wir lassen ihn auch als... Ach, du heilige Scheiße. Wir lassen ihn auch als Frontantrieb, wollte ich sagen. Du kannst ihn zur normalen Celica umrüsten. Das ist nice, okay. Dann haben wir hier noch so interessante Kits auf jeden Fall. Mich würde aber mal interessieren, wie das aussieht, wenn wir halt das volle reguläre Celica-Kit draufschmeißen. Auch sehr viele interessante Flügel, finde ich. Okay, also warte mal. Wir nehmen auch mal das hier eben mit. Ja, auch hier im Prinzip einfach nur ein bisschen weniger aggressiv. Okay. Ja, und dann halt natürlich so noch. Interessant. Sehr interessant. Ich weiß es nicht, ob es ein Dog-Sedica dann ist, also halt ohne irgendwelche Zusatzoptionen, aber finde ich interessant auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall vom Kit her serienmäßig bleiben. Nur beim Flügel bin ich mir nicht sicher, weil der Serienflügel ist schon geil. Aber vielleicht gibt es noch andere Dinge. So hat hier beispielsweise so ein Sea-West, aber ja, wobei dem steht eigentlich dann doch das Ding hier ein gutes Stück besser. Und klar, wir können natürlich eine Carbonhaube draus machen. Ist halt so klassisches frühe 2000er Tuning. Ist ja auch so Tokyo Drift die Zeit ungefähr. Deswegen, das passt ja an sich schon. Aber nee, wir lassen es einfach mal so, wie es ist. So, Straßenreifen sollten genug sein für unser Vorhaben. 265er vorne, nee, 255er reichen. Vorne und am Heck. Andere Felgen sollten es trotzdem werden, würde ich einfach mal sagen. Und zwar nehmen wir einfach mal direkt die hier. Die finde ich schick. Die finde ich schick. Die nehmen wir aber als 17 Zoll Felgen. Holen die auch noch ein klein bisschen raus. Hier finde ich, kann man das auch machen, zumindest hinten. So, Kupplung, Straßenkupplung, dann Renn- und Sportgetriebe. Komm, Sportgetriebe. Wir wollen nicht komplett übertreiben mit dem Ding. Renndifferenzial nehmen wir uns trotzdem mit. Das können wir uns einfach mal. Dann Bremsen. Ja, komm, nehmen wir Rennbremsen einfach mit. Und ein Rennfahrwerk. Einfach damit wir was zum Einstellen haben. Auch die Stabilisatorengewicht. Man kann halt das Ding auf unter eine Tonne. Ja, genau. Okay. Ne, Gewicht gehen wir mal auf 1,06 runter. Jetzt bin ich mal auf den Sound gespannt. Da finde ich fast den Straßenauspuff am geilsten, oder? Oder doch den Sportauspuff? Ja, Sportauspuff würde ich sagen. Sportauspuff. Dann so ein bisschen Nockenwelle würde ich ihm noch geben. Ein bisschen Hubraum. Ja, 2,1 Liter. Und ich glaube, mehr muss nicht sein. Ich glaube, das reicht ihm. Hoffe ich einfach mal. Jetzt sind wir in der hohen B-Klasse. In Horizon 4 werden wir jetzt in der niedrigen A-Klasse. Vielleicht zum Straßenreifen ein bisschen wenig. Das könnte sein, egal. Gucken wir einfach mal. Lackierungen. Haben wir ein paar? Okay. Aber ich finde den in dem Silber eigentlich schon geil. Was haben wir für Designs? Wahrscheinlich noch nicht so viele, wobei aus Motorsport könnten ein paar übernommen geworden sein, wie man sieht. Ja, mit den ganzen Bodykits ist es halt ein bisschen
schwierig, sagen wir es mal so, aber. Ja, weiß ich nicht. Ich finde das Blau halt schon echt nice. Das nehmen wir einfach mal. Hat was, die Farbe, finde ich. Hat auf jeden Fall was. Auch wenn, wie gesagt, das Silber ich sehr schön finde. Aber in Blau ist er halt auch schön. So, dann gucken wir mal, wie er sich fährt. Dafür gehen wir in die Stadt runter. Komm mal, komm, wenn wir schon so ein Auto haben, können wir auch ein paar Stadtrennen fahren. Würde ich aber mal vorschlagen. Wir nehmen eine Abkürzung. Das hat überraschend gut funktioniert. Ich sag's, wie es ist. So, ja, Treffer versenkt. Kein Problem. Ich hätte mir vielleicht eine Route setzen sollen für das Rennen. Wait, hier runter, dann links. Oder? Ja, genau. Und dann Straße folgen. Jawohl. Guanajuato ist halt auch auf der Map manchmal ein bisschen verwirrend. Wie man sieht. Okay, ich habe ein Problem mit der... Fällt mir jetzt das auf. Ich habe ein Problem mit der Rückleuchte im Flügel. Damit habe ich ein Problem. Ich könnte mir vorstellen, das musste aus legalen Gründen gemacht werden, weil sonst die Bremsleuchte oben verdeckt geworden wäre. Also ich könnte mir vorstellen, man wollte einfach rechtlich auf der sicheren Seite sein. Ich finde das trotzdem designtechnisch nicht schön. Damit habe ich in der Tat so ein leichtes Problem. Genauso wie ich ein leichtes Problem damit habe, dass das Ding Retro-Sportwagen ist. Den hätte ich eher bei Retro-Hot-Hatches gesehen. Und zwar definitiv, aber naja, passiert halt. Ist halt jetzt auch ein bisschen affig, dass wir American Racing-Fänge auf einem JDM haben, aber... Also, müssen wir jetzt auch nicht Haare spalten, oder? So, wir stellen trotzdem mal ein paar Dinge um. Vorne ein bisschen weniger Reifendruck. Getrieben, Takten kürzer. Schutz brauchen wir jetzt auch nicht so viel, vor allem hinten nicht. Das soll einfach mitgehen, das Heck. Wer soll es nicht tun? Dann stellen wir vorne mal ein bisschen weicher. Dämpfer gucken wir uns einfach mal an, würde ich sagen. Bei der Verzögerung Differential komplett öffnen und bremsen ein bisschen mehr nach hinten, ne? Um zu schauen, ob das funktioniert. Aber nach meiner Erfahrung, wenn das Fahrzeug leicht ist, nicht so krass einstellen. Die Bremsen. Das sollte in der Form jetzt eigentlich schon ganz gut funktionieren. Ja, weil jetzt auch nicht da ist. Also wir müssen früh in den zweiten Gang hoch. Weil wir halt kein Renngetriebe haben, können wir da den ersten Gang leider nicht länger stellen. Das könnten wir nur mit Renngetriebe leider. Oh. Okay, die Kurve habe ich ein bisschen weiter eingeschätzt. Aber gut, das Rennen fahre ich weder gerne noch häufig. Von daher nicht das Schlimmste auf der Welt. Okay, wir werden gleich auf jeden Fall ein paar Rennen noch außerhalb der Stadt fahren. Ein, zwei. Auch um das einmal zu testen. Jetzt haben wir hier halt die engen Kurven sehr im Fokus, aber die schnelleren halt quasi gar nicht. Okay, ja, wir müssen auch trotzdem auf jeden Fall hinten ein bisschen mehr Sturz geben. Da habe ich ein bisschen arg untertrieben. Da müssen wir locker 0,3, 0,4 Grad nochmal hoch. Vorne passt es, aber von dem, was ich jetzt gesehen habe, da liegt das Problem nur am Heck. Natürlich. Ich bin nicht mal an der Treppe hängen geblieben. Was ist das? Ach, die Pöller hier. Ja, okay. Da werde ich mich in CVR mindestens einmal hardcore zerlegen, wenn CVR irgendwann anfangen sollte. Da werde ich irgendwann drinnen hängen. Das garantiere ich euch. Unterschätzt mal die Kurve nicht. Ich habe es noch fast getan.
Aber fast ist Gott sei Dank nur das halbe ganz. Wie wir alle wissen. Deswegen isst man, wenn man fastet, auch nur eine halbe Gans. Ist ein weltbekannter Brauch. Wie man weiß, haben wir alle schon von gehört, oder? Bestimmt. Alrighty. Ja, aber fährt sich auf jeden Fall nicht schlecht an sich. Ich würde vielleicht die Front ein klein bisschen weicher machen, gerade was die Dämpfer angeht. Aber auch die Federn, dass wir ein bisschen schöner rausbeschleunigen können. Ansonsten bin ich ehrlich gesagt wirklich relativ zufrieden eigentlich. Damit wie er sich fährt. Wir haben halt nicht so viel Leistung gegeben, nicht so wenig gleichzeitig allerdings. Haben ihm allerdings jetzt genug gegeben, dass wir auch beim Kurvenausgang aufpassen müssen eben. Mit dem Rausbeschleunigen, aber das können wir ja wie gesagt über Reifendruck zum einen und über... über Federn eventuell noch ein bisschen einfacher gestalten, ne? Ja, es gibt auf der Strecke ein paar Kurven, die ich unterschätze. Ich weiß. Ist nichts Neues für mich. Ist halt jetzt keines meiner Lieblingsrennen hier. Ich sag's wie es ist. Ist halt extrem technisch, das Ganze hier. Ja, also selbst im dritten Gang hast du teilweise noch ein gewisses Restrisiko, wenn du zu früh ans Gas gehst. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ja, wie gesagt, Federn und Reifendruck vorne ein bisschen niedriger. Und Dämpfer auch, tendenziell. Dämpfer auch. Sturz hinten dafür ein bisschen mehr. Weil ein instabiles Heck ist jetzt nicht ganz das, was wir brauchen bei dem Frontantrieb. Und glaub mir, ich habe schon mal es hinbekommen, einen frontangetriebenen Wagen übersteuernd hinzubekommen. Das ist leichter, als man denkt. Genau, Federn, wie gesagt, ein klein bisschen weicher und vor allem auch die Dämpfer vorne. Und den Rest lassen wir jetzt erstmal ganz kurz so. Fahren deswegen jetzt einfach mal das Rennen hier. Es sind auch ein paar schnellere Kurven mit dabei, ein paar langsamere. Alles mit drinnen. Ich werde mich niemals in Guanajuato zurechtfinden. No chance. Ich werde nicht mal die Hauptstraße finden. Also, klar, jetzt habe ich sie. Durchs Navi, aber... In Edinburgh war es halt einfach. Da gab es nicht so viele. Also halt vor allem nicht so verwinkelte. Aber ich bin trotzdem nach wie vor der Meinung, Guanajuato hätte von der Fläche her nochmal größer sein müssen. Dann wäre das, glaube ich, noch viel geiler gewesen mit den verwinkelten Straßen, wenn Guanajuato nochmal irgendwie zwei, dreimal so groß gewesen wäre. Aber ich glaube, sie werden es nicht gemacht haben wegen der Performance einfach, weil man halt doch merkt, in der Stadt sind sehr viele Props positioniert. Gar nicht mal so viele Menschen, die sich bewegen. Menschen haben sie echt, muss man ehrlicherweise sagen, in der Stadt nicht so viele platziert. Die Stadt wird dahingehend leider relativ leer. Aber gerade was Gegenstände angeht, haben sie echt nicht gespart. Und das merkst du halt einfach in der Performance, dass da die Frames einfach runtergehen. Am PC und auf der Konsole wäre das, glaube ich, dann auch ans Limit gegangen, wenn die Stadt noch größer gewesen wäre. Also ich glaube einfach aufgrund technischer Aspekte ist die Stadt ein bisschen kleiner gehalten worden. Bei Edinburgh beispielsweise hatte nicht ansatzweise so viele Props. Das ist halt der gravierende Unterschied, glaube ich einfach mal. Ja, diese doppelte Rückleuchte ist gerade echt mein größter Kritikpunkt im Design. Das gefällt mir einfach nicht. Ansonsten finde ich ihn optisch, wie gesagt, ganz geil. Ich finde auch die Felgen passen super. Auch als 17 Zoll.
Nicht so groß auf jeden Fall. Das passt an sich alles. Nur eben diese doppelten Bremsleuchten. Okay, immerhin besser als was auch immer sie da bei der Silvia S15 gemacht haben. Das gestehe ich auch ein. Muss man so anerkennen. Vom RX-7 aus beschleunigt. Das ist schon traurig. Ja, aber jetzt kommt die Leistung halt vor allem oben raus dann. Da haben wir im Start jetzt, also jetzt haben wir es eigentlich gedreht, wir haben am Start so ein paar Probleme. Mit Wheelspin. Drei auf einmal. Genau, aber oben raus geht's dann halt schon wahnsinnig, wahnsinnig gut auf jeden Fall. Voran hier. Und ja, jetzt ist die Vorderachse auch nochmal ein bisschen schöner zu kontrollieren, dadurch, dass wir sie weicher gestellt haben. Nicht ganz so ultra aggressiv. Auch wenn wir aggressiver aufs Gas gehen. Klar, jetzt fahren wir natürlich, wie gesagt, sehr viele schnelle Kurven. Aber auch die engeren Kurven, die paar, die wir gerade hatten, ne, haben sich besser angefühlt, finde ich persönlich. Okay, wir laufen den Begrenzer. Na, knapp nicht. Knapp nicht. Boah, schön am Skyline vorbeigebremst. Das war smooth. Weit weg von der Ideallinie, aber trotzdem die Kurve gut genommen, finde ich. Das war nice, das hat sich schön angefühlt. Und sowas kannst du halt dann mit solchen gleichen Karren auch machen. Wenn du halt weißt, so ein Skyline, der wiegt halt seine 200-300 Kilo mehr. Wenn nicht sogar noch mehr, war der nicht bei 1,6 Tonnen? Da wiegt der knapp eine halbe Tonne mehr. Wenn du das halt weißt, kannst du halt richtig schön reingehen einfach. Und das fühlt sich dann so gut an, wenn es einfach funktioniert. Das ist unglaublich bei solchen Autos. Also gerne mehr Hatchbacks im Spiel. Sehr, sehr gerne ein paar mehr. Und dann noch bitte in der richtigen Kategorie. Das wäre noch besser. Ja, also, wie gesagt, Kurvenlage brauchen wir jetzt schon überhaupt nicht mehr drüber reden. Das ist sehr, sehr nice gemacht hier. Macht mega Laune zu fahren. Schreibt mir auch sehr, sehr gerne, was ihr mit dem Wagen so gemacht habt. Hat vielleicht irgendeiner einen V6 reingeschmissen und geguckt, was passiert? Oder den Supra-Rennmotor. Was habt ihr so mit dem Celica gemacht? Weil ich glaube, auch mit dem kannst du wieder alles machen. Würde mich sehr interessieren. Schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare rein. Ich finde auf jeden Fall, wir haben hier einen sehr gelungenen Aufbau draus gemacht. Finde ich persönlich. Also in allen Bereichen top. Meiner Meinung nach. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir wirklich gut. Alrighty. Dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, war es das mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.